Ich meine, die Abkatze natürlich nicht. Außer, oder kann man mit Euro zahlen? Ich glaube nicht, oder? Damals konnte man, glaube ich, nur mit Dollar zahlen. Ich glaube, es ging damals nur mit Dollar. Aber gut, wie gesagt, können wir da nichts ändern. Wenn man natürlich mit Euro bezahlen könnte, wäre es natürlich geiler. Denn diese Abhängigkeit vom Euro-Kurs ist natürlich einfach ganz grottig. Ich meine, wir waren zwischenzeitlich bei 0,95, also im Euro-Kurs Euro-Dollar von 0,95. Das wären zwischenzeitlich, hat man wahrscheinlich, ja, wirklich 13, 14 Euro gezahlt. Und ich weiß sogar gar nicht mal, wie der Wechselkurs ist. Das heißt,
zum Beispiel PayPal verlangt ja auch einen ziemlich, ziemlich hohen Wechselkurs von teilweise 5%. Das heißt, angenommen, ihr kauft für 10 Euro ein, dann zahlt ihr eben 10,50. Nur wegen dem Wechselkurs. Also, on top, ja, also der Kurs, den Kurs kriegt ihr, also kriegt einfach so einen schlechten Kurs, der meistens 5% schlechter ist, als er tatsächlich ist. Also wird der Euro so einen Tag einfach so unvorhergesehen irgendwie 5% verlieren. Also ist ja einfach ein Witz irgendwie. Und so verdienen die einfach so ganz passiv über den Wechselkurs einfach 5% an Provision. Ist natürlich von PayPal eine Riesenschweinerei, aber naja. Übrigens Tipp, per Kreditkarte zahlt nur 2% in der Regel. Nicht immer, nicht bei allen Kreditkarten, aber in der Regel zahlt er 2%. Ist auch nicht fair, aber besser. Ja, der Mensch ist gerade ziemlich gestiegen, kann das sein? 4,3k eben. Hm. 0,29, okay, wir kriegen 0,06 ungefähr, das passt. War zu erwarten, dass natürlich die XP weniger werden, das ist trauriger, aber so ist es im Leben. The grind must go on. 41, 48, was? Vielleicht habe ich mich vorher verrechnet. Vielleicht war es 0,08 oder so. Okay, ich glaube, die XP sind. Was kommt denn, Captain? Ne, so normaler. Okay. 67,8. Prozent. 0,071%. Okay. Ja, kann man. Das geht schon. Ja. Das ist ganz okay, glaube ich. Also XP-technisch würde ich mal sagen, ja, läuft. Also klar, ich meine, die Smalls, glaube ich, machen das eben nicht mehr so sinnvoll. Also außer die Spawns waren es richtig geil, aber irgendwie aktuell ist gar nicht mal so viel los, irgendwie. Weiß nicht, die verstecken sich wahrscheinlich alle irgendwo. Hier die Captains sind okay, sag ich jetzt mal, oder hier dieser Kombi-Spawn. Das geht einigermaßen, aber ja, so richtig reinhauen tut das irgendwie auch nicht. Was haben wir bisher gemacht? 22% oder so, ne? Ja. Ja, also ich muss dazu. Oh, hier ist ein geiler Spawn. Ey, der Spawn mit Smalls wäre natürlich perfekt. Aber gut, ich meine, Captain nehme ich natürlich auch. Also, das ist natürlich schon auch gut. Ich meine, jeder gute Spawn, ganz egal, welche Mobs das sind. Solange sie in Level Range sind, ist das natürlich top. Mann, ich liebe Life irgendwie echt. Das Ding ist einfach, man hat einfach ein Game, welches so schön entspannt einfach ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so, ich meine, man kann sich zurücklehnen, man muss sich nicht irgendwie konzentrieren, muss sich nicht irgendwie ärgern, man hat keinen Druck, man hat kein nix einfach. Es ist so, ich meine, ja, ich verstehe, wenn viele sagen so, ja, das Spiel ergibt gar keinen Sinn, warum spielt man das und so weiter. Verstehe ich irgendwie ja schon, aber andererseits muss ich wirklich sagen, also mir gefällt Life so, wie es ist. Es hat schon seinen Charme irgendwie.
Vor allem ich habe mich jetzt gerade letzten Tage eben aus genannten Gründen halt so von allem Stressigen verabschiedet. Temporär oder permanent, muss man mal schauen, aber... ja, es ist... Ich meine, wirklich nur, wenn man sich mal so den ganzen Stress einfach mal so abkoppelt, erst dann merkt man wirklich mal so... Okay, irgendwie auch so die... Ich meine, auch viele Games sind einfach stressig. Ich meine, Shooter sowieso, ja, also... Aber auch irgendwie so Games wie War Thunder oder so, oder WoT oder so, das ist... Es ist auch gewissermaßen stressig, man regt sich auf, man hat Teammates, es ist... Es ist irgendwie... Es ist kein... Es ist keine richtige Entspannung irgendwie. Und... Das habe ich halt einfach die letzten Tage irgendwie dann ziemlich gemerkt. So, sonst... Ist es gefühlt einfach ziemlich unterbewusst und man nimmt es nicht wirklich wahr. Aber wenn wirklich mal so Stress, ich sag jetzt mal nicht direkt messbar wird, aber halt wirklich so extrem spürbar wird und so, dann merkt man es schon echt ziemlich. Was springt denn echt dieses komische Ding? Widerstand gegen. Warte, was? Widerstand gegen kritische Treffer? Ach so, okay. Ich dachte mir gerade schon 100%. Keine Crits mehr? Nie wieder? Okay. Aber sag mal, was ist denn hier schon wieder los mit dem Event? Wir leveln jetzt seit fast 50 Minuten. 48 Minuten. Und alles, was wir bekommen, ist einfach nichts. Ich meine, wir droppen halt effektiv gar nichts irgendwie. Wir haben 0 gedroppt. Nein, ich will dich doch nicht. Das ist halt echt schon wieder traurig. Keinen einzigen Fußball bisher getroppt. Und mein Inventar war jetzt wirklich die ganze Zeit offen. Also frei. Oder leer, wie auch immer. Ich dachte mir gerade, dass ich vielleicht auch reset hat. Puh. So, rein mit dem Schirm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie so dieses ganze Event, das könnte halt noch ein bisschen geiler sein. So richtig warm werde ich damit einfach nicht. Es ist schon so ein bisschen komisch irgendwie. Und ich verstehe alles und so, dass das halt so. Ich meine, wir können kurz nachschauen, wie viel haben die anderen. 3.700 Punkte, wir haben 3 Punkte, okay. Das heißt, die haben über 1.000 Fußbälle gedroppt. Das muss man überlegen, wie viel sind 1.000 Fußbälle? Sind 1.000 Stunden Power-Up. Wie viele Leute haben die in der aktiven Gilde? 30, 40 so? Weil nicht jeder ist wahrscheinlich jetzt aktiv und nicht jeder ist, oder ist noch aktiv. Ungefähr 100 Fußbälle pro Spieler, sagen wir mal so. Gehen wir von 30 aus. Vielleicht ein bisschen zu wenig, vielleicht sind es auch 40 Spiele, die aktiv sind, dann wären es irgendwie so 70 oder so. Ich meine, es ist 70 Stunden Power-Up ist natürlich eine ganze Menge. Allerdings, wenn man sich überlegt, es ist die Top-Gilde, also die Gilde, die wirklich am meisten Mobs gekillt hat. Und wenn man so bis dort das gerade, ich meine, schau mal es an hier. Das geht ja runter, das ist, ich meine, wie viele? 18? 17 Gilden haben über 1000 Stück. Über 1000 Punkte meine ich. Also 1000 Punkte wären 300 Stück. Für eine komplette Gilde. In wie langer Zeit? Ich weiß nicht genau. Gut, im Ende läuft mich auch noch eine ganze Weile. Ich weiß schon, ich weiß. Habe ich nicht vergessen und so. Klar, das Event läuft einen Monat und so, aber... Viel. Es ist einfach nicht viel. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber es ist... Also, ich finde es wenig. Ich meine, ich level jetzt hier seit knapp 2 Stunden. Ich habe einen Ball bekommen. Ich meine, es sind schlechter als gekauften Power-Ups und ich kann mich damit noch nicht mehr selbst versorgen. Das ist nicht gut irgendwie.
Also hier muss ich sagen, könnte man nachbessern. Sollte man vielleicht auch nachbessern. Könnte geiler sein. Andererseits, jetzt nur nachbessern ist natürlich, ja, beschissen, denn Spieler, die natürlich jetzt schon gefarmt haben und so, die sind natürlich ein endlos Fakt, weil wer jetzt aktiv gefarmt hat und sich so dachte, ja, okay, jetzt können wir uns auf unserem bisherigen Erfolg ausruhen und so, die sind natürlich dann komplett RIP. Also, jetzt natürlich noch verändern ist unfair, logisch. Wobei, irgendwie vielleicht, aber schwierig. Ich habe auch letzte Tage so ein bisschen überlegt. Was heißt letzten Tage? Eigentlich ist es falsch. Ich habe vor. Was war das für ein Monat? Dezember. November? Oktober? September? Ungefähr 3 Monaten, so ein bisschen mehr als 3 Monaten, glaube ich. Mal wieder angefangen mit Sport zu machen. Und ich habe mir so überlegt, okay. Also, ich meine, ich bin keiner, der ins Fitnessstudio geht. Ich meine, ich lebe auf dem Dorf. Gibt es keine Ahnung. Weiß nicht, kannst du zum nächsten Bauernhof gehen, ist auch ein Fitnessstudio. Also, was anderes gibt es für uns eh nicht. Aber, generell daheim, ich meine, Bewegung ist halt einfach, das sehe ich mittlerweile auch ein, wichtig und ein bisschen Sport kann nicht schaden. Ich meine, ich habe mir Ziele gesetzt, aber. Ich weiß nicht, vielleicht kennt sich da von euch jemand ein bisschen mehr aus. Ich habe davon wenig Ahnung. Ich habe ungefähr so Ende August, Anfang September angefangen und ich dachte mir so, okay, fängst wieder an, so, wirklich. Die letzten 2 Jahre waren einfach gar nichts. Halt natürlich nur daheim und so, also halt das Übliche, halt so mit dem eigenen Körpergewicht und, ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt auch nicht so vor Shows, sondern halt einfach aus eigenem Nutzen halt dann heraus. Für den eigenen Nutzen. Einfach so. Klar, Winter und so und generell sind wir mehr draußen, Schneeräumen, Schneefräsen, Skifahren. Vielleicht auch wieder auf dem Gletscher, je nachdem. Ja, wenn man natürlich jetzt 2 Jahre lang nur drin gehockt ist und halt einfach nichts gemacht hat, dann ist natürlich ziemlich scheiße. Und Schaden hat sowas wie Liegestützen und Kniebeugen und Sit-Ups und Dehnen und so weiter, ist halt einfach wichtig. Ich habe mir einfach eingebildet, so 4 bis 6 Tage wären eigentlich, oder 5 bis 6 Tage wären geil. Ich bin aktuell so bei 4 bis 6, ja, 3, ganz selten mal 3 bis 6, also in einer Woche meine ich jetzt, eine Woche. ich weiß es nicht genau, ob das irgendwie ein bisschen zu übertrieben ist, übermotiviert, überengagiert. Also am liebsten würde ich mir eigentlich vornehmen, 7. Jeden Tag. Über den kompletten Winter. Und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach komplett übertrieben ist. Weil, man braucht dann einfach Ziele, die realistisch sind. Und wenn ich jetzt sage, okay, jeden Tag eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde ist so mein Ziel, einfach jeden Tag. Oder generell eine halbe Stunde ist mein Ziel, egal wie oft. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, ich bin auch so ein kranker Typ, der es halt einfach so vorm Bett gehen macht. Also, lacht mich jetzt nicht aus, aber ich mache das halt wirklich so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts. warum? Keine Ahnung. Da habe ich einfach noch Zeit und Ruhe und keine Ahnung. Wahrscheinlich schlau und auch nicht sinnvoll und vielleicht sogar kontraproduktiv, aber ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Kann man noch ändern, aber. Ja, ich überlege so, irgendwie macht das Sinn, irgendwie wirklich so 7 Tage jetzt einfach sich so vornehmen, 7 Tage? Oder halt vielleicht lieber einfach realistischer, so
4 Tage in der Woche. 4,5 Stunden. Das ist jetzt nicht so viel dann. 2 Stunden pro Woche. Andererseits glaube ich schon um einiges mehr als die meisten. Ich meine, ich mache ein Let's Play, mir schauen Gamer zu. Gamer machen sowas in der Regel kaum. Also, ich kenne mich ja selbst. Surprise. Ja, ich weiß nicht, aber viermal in der Woche. Also, viermal in der Woche ist wirklich gut machbar für mich. Das kann ich wirklich halten. Also, sagen wir zum Beispiel so, gut, jeden zweiten Tag ist es. 3,5 ist natürlich schon viel zu wenig, eigentlich, finde ich. Irgendwas stinkt hier. auf jeden Fall. Viermal die Woche. Ist schon, also das ist definitiv sehr gut machbar, sehr realistisch und ja, also das viermal die Woche kann jeder schaffen. 5x6x. 5 oder 6 Mal wäre wirklich so mein Ziel, was ich wirklich gerne erreichen würde. Und dann vielleicht mal wirklich so den kompletten Winter einfach mal Gas geben. Wirklich jeden Tag. Aber ich meine, man hat es halt dann teilweise einfach auch so, irgendwann hat man halt vielleicht mal Muskelkater und so. Und dieses jeden Tag, also halt wirklich so gar keinen Tag auslassen, ist halt schon hart irgendwie. Ich meine, ja, schon, ich weiß es nicht. Vor allem, je nachdem, wie man das Ganze dann auch so ein bisschen aufteilt und wie extrem man halt dann was macht und so. Halt immer auch gerade so mit denen und so weiter. Wenn man es halt einfach ein bisschen zu lang, ein bisschen zu arg und so macht, dann halt am nächsten Tag einfach dann wieder und übernächsten Tag wieder und so. Ich weiß halt nicht. Das ist halt. Ich meine, es ist halt nicht so, dass man einfach sagen kann, mehr ist halt einfach besser. So, es ist halt einfach nicht so, weil ich halt weiß. Ich bin jetzt da kein Experte oder so, aber. Mehr bedeutet halt im Ganzen nicht besser. Das ist halt. Das zumindest, was ich halt so von allen irgendwie höre. Also. Kann auch falsch sein, aber. Hört man halt so. Ja. Wie gesagt, wenn es von euch jemand weiß, wenn er vielleicht euch, von euch jemand ein bisschen Ahnung hat, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier so gar nichts. Also jetzt nichts Überkrasses und so. Ja. Natürlich muss dazu sagen, und das ist vielleicht einfach auch mal noch so eine Folgefrage an diejenigen, die sich vielleicht auskennen. Wenn sich jemand auskennt, wie gesagt, ich meine mir gerade keine zu großen Hoffnungen. Die Sache, die ich mir einfach so denke, ist, primär will ich trainieren für Skifahren. Und eben auch über den Sommer. Das Problem ist einfach, wie. Wirklich, wie. Und wenn ihr euch gerade so über, oder wenn ihr gerade so denkt, so, ja, okay, wie schwer kann das sein? Ist es wirklich? Ist es wirklich? Ist es gar nicht mal? Ist es nicht so einfach, wie ihr euch denkt? Es ist nicht so, dass es sagt, okay, dann, keine Ahnung, macht man halt einfach irgendwas, was so ähnlich ist. Nein, also, definitiv nicht. Das Ding ist, effektiv gibt es eigentlich fast nur 2 Sachen. Entweder halt irgendwie so Fahrradfahren, was ungefähr so ähnlich ist. Aber also die ganzen Sachen, die man jetzt so daheim machen kann, kann man. Also mir fällt irgendwie kaum was ein, was man wirklich machen kann. Also ich meine, laufen, weiß ich nicht. Glaube ich, ist auch jetzt nicht so geil. So tendenziell ja, klar, aber. Ja, weiß nicht. Das ist. Ja, es ist.
bin jetzt auch nicht so der Typ. Vor allem, das Ding ist natürlich, wie gesagt, so absolutes Ziel wäre natürlich täglich. Aber ich meine natürlich auch 4-5 Tage die Woche und so, das mache ich halt nicht. Ich meine, das machen ganz, ganz wenige. Es gibt welche, die machen das und so weiter. Klar, aber. Ich meine, ich muss ja, also macht ja keinen Sinn, wenn ich sage, so, ja, mache ich und so, aber ich will ja realistisch mit mir selbst sein. Und dazu zählt einfach wirklich, dass ich sagen muss, okay, es muss natürlich schon irgendwas sein, was ich halt wirklich, ja, auch täglich machen kann und idealerweise ohne großen Aufwand. Also ich meine, extra rausgehen und so, es ist einfach Aufwand. Und dann haben wir halt ja auch wirklich, ich meine, ich lebe halt auf dem Dorf und was willst du hier groß machen? Also, draußen ganz schwierig. Wirklich, wirklich ganz schwierig. Ein Freund von mir, ich habe ihm auch schon mal drüber geschrieben, der meinte auch so, ja, so Inliner und so, Inliner fahren. Gebe ich ihm recht, wäre, glaube ich, fast eines der besten Sachen, die es so gibt. Also, so in Bezug darauf, wenn man sich einfach damit verteilen will für Skifahren. Aber Problem ist, wir haben eine Bundesstraße, die hat einen Gehsteig von, ich glaube, der ist nicht mal einen Meter breit, vielleicht ist ein Meter breit, die ganze Zeit hoch runter und der Belag ist nicht geil. Hat einfach dann die Straße, einmal rauf, einmal runter, vor allem also relativ stark bergauf und halt eben bergunter. Ja, ansonsten haben wir nichts. Ich meine, wir haben keine Fahrradwege, wir haben keine wirklichen Fußwege, wir haben halt fast nichts irgendwie so, wisst ihr? Ich will gerade übrigens mal Damage testen, das ist falsches Element, aber scheiß drauf. Blitz gegen, das können wir jetzt nicht machen. Gehen wir zu anderen Mobs hier. Blitz gegen Erde ist das schlecht. Ja, da bleibt halt nicht so viel übrig irgendwie, also. Wäre bestimmt echt witzig, aber hier halt, so wie ich meine, in den Bergen halt, ist es halt echt behindert. achso, Damage will ich schauen. 3,5k? What? Nicht mehr? Hä, hey, Leute, machen wir voll wenig Damage. Achso, warte mal, ups. Ach nee, wir haben alle Buffs, oder? Wir haben alle Buffs. Also klar, Upcut ist aus und alle Power-Ups. 3,5k Hits. Das ist nicht so viel. 4,3k. Hä, der Damage ist halt. Warum kritten wir eigentlich hier nicht? 14%. Come on. 5,6k. Oh, wir können die Gig mal umlegen. Mr. Gig. Come on. Komm, wir hauen noch schnell um da. Ja, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen ein Struggle momentan. Ein Struggle für sich einfach. Was? Warum haut denn der Ringmaster oben? Fuck, okay. Ja gut, die Dinger sind natürlich ein bisschen böse, aber. Hier können wir auch noch ein Damage schauen. Wobei, das ist aber. Hä, ist auch wieder der gegenteiliges Element. Aber das Element macht nicht viel aus irgendwie. Hä? Also ich habe natürlich nicht gelevelt und so weiter, das heißt, ich habe jetzt nicht diesen Damage-Bonus. Ach, der macht ja kaum Damage, komm. Kann eigentlich was Gutes droppen? Ich weiß es gar nicht. Also mit dem Level hat es eben hier. Das sind 14 Level über dem. Scroll of Aspect Low, okay. Das war's einfach, oder was? Ja gut, also 6,8, 6,9k ist eigentlich schon eine ziemliche Ansage. Wenn man sich gerade überlegt, ob Blade hat davor ungefähr 10k gemacht. Brennt man einen Upcut mal mit drauf. Also war im Gegenteil das Element, ja, das ist schon mal so ein Ding. Hat auch ein bisschen mit Death Cut habe ich ja gesehen, was sehe ich gerade. Ja, nee, das ist schon echt in Ordnung irgendwie. Nochmal 10% drauf wären, wie viel? 1,4k mehr. 8,4k Damage. Mit einer anderen Waffe, als Nicht-Blade. Dann eventuell noch ein paar andere Power-Ups mit drin. Scroll of Power-Scroll und so weiter.
paar Level höher, paar STR mehr. Vor allem eine Angels-Axt und keine so eine Titra-Axt. Also ganz so schlecht finde ich es irgendwie jetzt gar nicht, so unser Damage. Aber ich muss dazu sagen, irgendwie so die meisten anderen Klassen machen gefühlt gar nicht mehr so viel Damage irgendwie. Also ich meine, für einen Blade ist der Damage jetzt nicht gut irgendwie, oder? Ich meine, sind wir mal ehrlich. Klar, es ist natürlich schon viel Damage, also so 10k sind 10k, aber... Alter, 350k, fuck my life. Aber so richtig viel ist es jetzt irgendwie nicht. Finde ich jetzt. Also. Weiß nicht. Sie kann irgendwie auf die Füße treten, aber. Kommt es nicht wirklich viel vor. Könnten. Was würde ich jetzt von dem Blade erwarten? 13, 14k ungefähr. Wo ich sagen würde, okay, wow. Das ist guter Damage. Oder das ist so ein Damage, den ich jetzt erwarten würde von Blade. Oder ist das Balancing hier wirklich einfach so gut, dass man sagen kann, okay, auch ein Blade ist hier nicht mehr so krass. Und auch Blade hat jetzt mal so eine Meta. Andererseits natürlich, Blade ist natürlich im GW wahrscheinlich noch immer... Ja, wobei, könnte auch schon geiler sein. Könnte auch schon ziemlich gut sein, eventuell. Ja, vielleicht ist es einfach gebalancter. Also ist, glaube ich, nicht mehr so die... Also anhand zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ja, das ist natürlich jetzt absolut nichts aussagend. Aber es scheint nicht mehr so die ultrakranke PvE-Klasse zu sein, die es einfach mal war irgendwie. Im alten Fluff. Ist wohl nicht mehr so. Okay, an dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.